Firma Cologne Chip steht ja auf der Embedded World. Das geht mit FPGA vor. Das ist das erste in Europa gefertigte FPGA im 28-Nanometer-Verfahren. Das FPGA wurde nicht nur hier entwickelt, sondern wird auch hier komplett hergestellt, nämlich bei GlobalFoundries in Dresden. Und haben uns schon gesagt, Sie haben die Muster bestellt. Was ist das Besondere daran? Ja, also im Wesentlichen, was das FPGA jetzt der Unterschied ist, wir haben uns überlegt über die Jahre, weil wir selber unsere anderen Chips mit FPGAs auch im Prototypenbau getestet haben, haben wir festgestellt, dass man manche Sachen bei FPGAs nochmal ändern kann. Zum Beispiel das, was es wesentliche ausmacht, ist diese Lookup-Table. Die haben wir nochmal grundsätzlich verändert. Wir haben auch gesagt, dass man zum Beispiel DSP-Slices ganz anders bilden kann, indem man zum Beispiel Multiplizierer bei diesem gesamten Chip bauen kann. Das ist sehr unterschiedlich zu dem, was sie von anderen Chip-Herstellern dann auch können. Zusätzlich haben wir uns dann noch entschieden, dass wir unsere Toolchain, also die Software, die spielt eine sehr wichtige Rolle bei FPGAs, dass wir diese zum großen Teil in die Open-Source-Community schieben. Der Vorteil dabei ist, gerade für ein finnisches Unternehmen, dass sie zum Beispiel sehr viel Manpower dann auch in dieser Community haben. Sie kriegen da sehr viel geschenkt, weil viel Dokumentation da schon stattfindet. Viele Leute haben schon damit gearbeitet und das macht es für Kunden besonders einfach, dann eben mit unserem FPGA dann auch zu arbeiten. Und die Einsatzgebiete, wo sehen Sie die am meisten? Das ist beim FPGA eigentlich immer relativ schwierig zu sagen, weil das ja mehr so ein General Purpose eigentlich ist. Also wir haben ganz viele Kunden, die zum Beispiel im Automotive-Bereich was machen möchten. Wir haben viele, die gerade in Kontrollsteuerung dann auch arbeiten möchten oder zum Beispiel dann auch Datenverarbeitung, dass wir eben über Videokameras, zum Beispiel über MIPI-Interface, dann zum Beispiel an Daten in unserem FPGA weiterverarbeiten kann oder zum Beispiel auch KI-Applikationen machen möchte. Dafür könnte man das letztendlich auch benutzen. Großartig. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Und wir sind sicher, das kündigt sich schon an. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Danke auch für Ihren Besuch.